So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, für die zweite Runde. Ich habe das nie im Leben gemacht, dreimal hintereinander denselben Vortrag zu halten. Schauen wir mal, wie das geht. Trumponomics, die US-Wirtschafts- und Außenpolitik in der Welt. Heute ist ein guter Tag, das Thema anzuschneiden, wie Sie gelesen haben für heute. Die EU hängt Zölle gegen die USA jetzt für bestimmte Produkte als Reaktion auf Trumponomics, wenn man so will, und seine Zölle auf Alu und Stahl. Haben wir einen Handelskrieg, ja oder nein? Das werden wir erleben in den kommenden Wochen, Monaten, werden wir heute Abend diskutieren. Wir kennen so die Narration, die Wahrnehmung von Trump in den USA, aber auch in Europa, weltweit, wenn man so will, eine bestimmte Narration. Trumponomics geht um America first, laut dem Präsidenten selber sozusagen. Es geht um Unilateralismus, um den deutschen Wortschatz also ein bisschen einzufügen. Es geht um Egoismus. Es geht um ich sozusagen, was ich davon gewinne. Es geht um Neoliberalismus. Ein Wort, das überhaupt keinen guten Ruf in Deutschland hat. Nicht? Wirtschaft zu liberalisieren, den Staat abzubauen, umzubauen, weniger Platz zu geben. Es geht um Finanzkapitalismus. Nicht nur Kapitalismus, schlecht genug, aber umso schlimmer, Finanzkapitalismus sozusagen und was das heißt. Und natürlich geht es um Finanzkapitalismus, sondern es geht um Milliardäre, um Kapitalisten sozusagen. Hier geht es nicht um das Volk, es geht um Eliten, Milliardäre und Egoismus und deren eigenen Interessen sozusagen. Das ist eigentlich Trumponomics. Es gibt in den USA und sonst wo, auch in Europa, andere, die Trumponomics anders sehen. Es gibt auch eine andere Narration. Da sieht man in der Politik, sei es in Italien, Polen, Österreich, der Schweiz, baltischen Ländern, in den USA. Naja, Trumponomics geht nicht um Egoismus, es geht um Country First, was eigentlich nicht unbedingt verkehrt ist, wenn man so will. Es geht nicht um Unilateralismus, es geht um fairer Multilateralismus. Natürlich geht es um nationale Interessen. Gerhard Schröder hat selber gesagt, nationale Interessen seien legitim. In den 90er Jahren hat er den Satz gemünzt, wenn man so will. Nationale Interessen, seien wir weniger politisch korrekt, dann reden wir offen über Dinge, die sowieso Politik in jedem Land voranbringt, wenn man so will. Sagen Befürworter von Donald Trump. Neoliberalismus? Natürlich. Wir haben zu viel Staatenleben. Wir müssen unsere Gesellschaft liberalisieren, den Staat verschlanken, Strafe machen. Kapitalismus? Aber selbstverständlich, sagen diejenigen, die für Trump sind. Wir sind kapitalistische Gesellschaften. Wir haben Firmen, die Gewinne machen müssen. Kapital investieren, sich ausbauen, aufbauen, Arbeitsplätze fördern. Das ist alles Kapitalismus sozusagen. Wir haben andere Modelle versucht, das ging nicht so gut. Natürlich sind wir alle Kapitalisten, auf Gedeih oder Verderb. Und Arbeit für Amerikaner, seien wir ehrlich. Ist das wirklich so radikal? In unseren wettbewerbsbedingten politischen Systemen, wo ein Politiker nicht vorzeigen kann, dass die Wirtschaft gut läuft und dass Arbeitsplätze gefördert werden, mehr Arbeitsplätze zu versuchen. Angela Merkel kümmert sich nicht um Arbeitsplätze in den USA. Sie kümmert sich um Arbeitsplätze in Deutschland. Arbeitsplätze für Deutschen. So wird sie wiedergewählt oder nicht wiedergewählt. So was Trump sagt da, ist eigentlich ziemlich banal. America first. So die Befürworter für Donald Trump. Was ist Trumponomics eigentlich? Es gibt eine Außenhandelsdefinition, hat der Präsident selber in der berühmten Zeitschrift The Economist gesagt. Trumponomics ist für den Präsidenten. It really has to do with self-respect as a nation. It has to do with trade deals that have to be fair. Kurzum, fairer Handel. Selbstrespekt, wenn man so will. Und für Präsident Trump, das hat mit der transatlantischen Wirtschaft zu tun. Das wissen wir hier in Leipzig, Autoindustrie in Deutschland. Es hat mit NAFTA, the North American Free Trade Agreement, also Nordamerika, zu tun. Und natürlich, es hat mit China, wie wir alle lesen, zu tun. Die sind die Hauptdrei Gegner oder Akteure für Donald Trump. Und die politischen Maßnahmen dafür, Zölle, wie wir alle jetzt heute erleben, natürlich unilaterale Maßnahmen und Regeln neu verhandeln für die Welthandel, was man auch davon hält. Trumponomics hat auch eine innenpolitische Definition. Trumponomics zu Hause, nicht nur in der Welt. Steuern reduzieren, wie wir alle wissen, ganz besonders Unternehmenssteuern. Deregulierung ist heftig dabei, sei es Finanzindustrie oder andere Industrien. Sozialstaat umbauen, abbauen, neu bauen, also der Anker für viele Deutsche, was Wirtschaftspolitik betrifft.
kurzum, Animal Spirits beleben. Ich habe versucht, ein gutes deutsches Konzept für Animal Spirits zu finden. Hat jemand hier möglicherweise eine Idee, wie man das übersetzen könnte? Die Idee ist, bestimmte Geister in die Gesellschaft zu fördern. So ein Wagnismentalität, ein Giermentalität, ein Hungermentalität, tierische Instinkte. Raubtierinstinkte. Wie bitte? Raubtierinstinkte. Raubtierinstinkte, möglicherweise, das finde ich interessant. Das hat so eine normative Einschätzung sozusagen. Es gibt Raubtier, es gibt auch tierische Instinkte, die nicht Raubtiere sind sozusagen. Nicht? Aber finde ich gut. Ganz im trumperischen Sinne würde er Ihnen sofort zustimmen eigentlich, wahrscheinlich. Ja? Und so einen deftigen Steak zu sich nehmen. Hier haben wir so ein Bild. Ich habe hier ein bisschen, ich war nicht so ehrlich, wie Sie sehen, das ist nicht Donald Trump. Raten Sie mal, wer das ist. Das ist Barack Obama eigentlich hier. Und sein Finanzminister Timothy Geithner und der Mann hier, she's all yours, boys, Wirtschaftspolitik, ist Larry Summers, Professor aus Harvard, der Berater für Barack Obama war. Und man sieht, die versuchen, diesen Schwein irgendwie zu fliegen zu bringen, sozusagen. Ist im Umbau, ist ein Unding eigentlich, sozusagen. Und der Cartoon sollte zeigen, Wirtschaftspolitik ist immer im Abbau, sozusagen. Ist ein Konstrukt, wenn man so will. Und jeder Präsident versucht, das irgendwie, diesen Schwein zu fliegen zu bringen. Ist Trumponomics eigentlich ganz, ganz anders? Teil 1. Nicht unbedingt. Reaganomics hatten wir in den 80er Jahren. Let's make America great again. Das war der Slogan von Ronald Reagan 1980. Und was hat Ronald Reagan eingesetzt? Der große Feind in den 80er Jahren waren nicht die Chinesen, es waren die Japaner mit deren Autoindustrie. Diese Industrie war nicht zu stoppen, sozusagen, laut den Amerikanern. Da gab es Filme in den 80er Jahren, wo die Japaner waren ganz, ganz böse in der Populärkultur. So hat Ronald Reagan Zölle gegen Japan aufgehängt, hat die Autoindustrie geschützt mit anderen Maßnahmen, hat Steuern stark reduziert, größte Reduktion seit dem Zweiten Weltkrieg, hat die Wirtschaft stark dereguliert. Sein Slogan noch einmal, Make America Great Again. Das war alles Ronald Reagan, früh in den 80er Jahren. Ist Trump ganz, ganz anders? Teil 2, Wirtschaftspatriotismus. Wer hat diesen Slogan gemünzt? Donald Trump? Oder Barack Obama. Betting on America. Wetten auf Amerika. Das klingt nach Casino-Kapitalismus, nicht? Worauf wetten wir? Das ist ein Casino-Instinkt. Das hat Barack Obama versucht zu fördern. Finanzkapitalismus, ein bestimmter Wirtschaftspopulismus. Und was hat er umgesetzt, um das zu fördern? Zölle auf Reifen aus China. Zölle-Politik hat auch Barack Obama gehabt. Und er hat dezidierte Maßnahmen gegen China eingeführt. Anti-Dumping hat die Chinesen auch gestraft. Hat auch Steuerreduzierung für Industrie und Wirtschaft befürwortet. Sein Slogan, Betting on America, Wirtschaftspatriotismus. Das war Obamas Slogan. Eigentlich ist Wirtschaftspopulismus oder populäre Wirtschaftspolitik hat eine lange Tradition in der amerikanischen Geschichte. Der erste wirklich populäre, populistische Wirtschaftspolitiker war Andrew Jackson, früh im 19. Jahrhundert, hat über the common man, den Durchschnittsbürger, gesprochen und Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik dementsprechend gestaltet. Da gab es spät im 19. Jahrhundert William Jennings Bryan, hat eine sehr berühmte Rede in Politik gehalten über Kreuz aus Gold. Das hieß er, harte Währung ist schlecht. Der harte Währung arbeitet gegen den durchschnittlichen Bürger. Was wir brauchen, ist eine weiche Währung. Nicht auf Gold, aber auf Silber basiert sozusagen. Um Inflation und einfache Finanzierung zu erlauben. Das war alles William James Bryan im Namen der Arbeiterklasse. Und dann letztendlich Deutschlands vielleicht Nummer 2 Lieblingspräsident nach Barack Obama. Sagen Sie, die sind im Clinch, was die Beliebtheitsskala betrifft. Nämlich John F. Kennedy hier. Und was hat John F. Kennedy 1962 gesagt? Vor dem Kongress hat er über Wirtschaftspolitik und Handelspolitik gesagt, The growing pressures on our balance of payments position have, in the past few years, turned a new spotlight on the importance of increasing American exports to strengthen the international position of the dollar
and prevent a steady drain of our gold reserves. Kurzum, fairer Handel. Amerika muss mehr ausführen. Die Europäer und die Asiaten müssen mehr importieren aus den USA. Und das war der triebende Kraft für John F. Kennedy, um ein neues Handelssystem für die Welt voranzubringen, das sogenannte GATT-System, der Vorrenner von der Welthandelsorganisation. Was hat Kennedy gemacht dafür? Er hat große Steuersenkungen unternommen. Er hat massiven Druck auf Westeuropa und auf Japan gesetzt, eure Märkte öffnen, aufmachen, weniger Schutzregelungen sozusagen. Kennedy war, was Handelspolitik betrifft, sehr unbeliebt in Westeuropa für eine längere Zeit, auch in Japan. Was war sein Ziel? Welthandel mit, was Kennedy benannte als faire Regeln. Gut. Jetzt möchte ich ein bisschen über sogenannte Wirtschaftskulturen reden. Man kann die Wahrnehmung von Trump zum Teil dadurch erklären, dass die Kulturen für Wirtschaftsunternehmen in Deutschland und in den USA haben viele Ähnlichkeiten, aber die sind beobachtbar auch in wichtigen Bereichen anders. Was meine ich mit Kultur? Ich meine nicht wunderschönes Gewandhaus unten hier oder Bach-Festival. Ich meine Kultur in so einem soziologischen, anthropologischen, politischen Sinne. Kulturen, was Wirtschaftspolitik betrifft, sind Werte, Institutionen, Ideen, Interessen und tägliche Praktiken, wie wir Wirtschaftspolitik ausüben, die einander prägen und dadurch einen erkennbaren Raum zu agieren herbeiführen. Das ist vage, aber das hieße, es gibt Kulturen, die uns täglich prägen und wir prägen Kultur. Wir interagieren, wenn man so will, und das ist erkennbar. Zum Beispiel, die amerikanische Wirtschaftskultur ist sehr grundsätzlich auf Spekulation basiert. Amerika hat von sehr früh an ein Spekulationswirtschaft. Das hatte mit Einwanderungspolitik zu tun und Zuflüssen. Leute kamen mit wenig Geld, die brauchten unbedingt Geld, um etwas aufzubauen. Die hatten keine Kreditgeschichte, die hatten kein Zuhause im neuen Land, die hatten keine Wertsachen, wenn man so will, sehr oft. Aber die brauchten nichtsdestotrotz Geld. Das hat billiges Geld gefördert. Schulden waren von früh an in den USA kein größeres Thema. Natürlich hat man Schulden. Wenn man mit sehr wenig in ein Land kommt und nimmt einen Kredit aus, um etwas aufzubauen, natürlich hat man Schulden. Man braucht Schulden. Schulden sind unabdingbar, unentbehrlich. Und das seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, wenn man so will, in der amerikanischen Wirtschaft. Schulden sind keine Schande, ganz im Gegenteil. Es ist ein Zeichen von Unternehmenstum. Und dafür, um etwas neu aufzubauen, braucht man, günstigerweise, weichere Regeln, wenn nicht weiche Regeln. Bauvorschriften, Gründungsvorschriften. Wenn man versucht, etwas neu aufzubauen, ja, wir hören das aus der deutschen Wirtschaft, ist es doch ein bisschen einfacher, wenn man nicht unbedingt sehr viele Regeln vor sich hat. Dadurch hat Amerika immer schwache Wirtschaftsinstitutionen gehabt. Reichsbank war ein ragender Markt im 19. Jahrhundert. Die USA hatte überhaupt keine Zentralbank im 19. Jahrhundert, wirklich, wo man reden könnte. Das kam erst 1913 und war eine völlig andere Institution als die Reichsbank oder die Bundesbank nach dem Zweiten Weltkrieg. Überhaupt nicht so stark und zentral. Und die Mythos, die daraus entsteht, oder die Narration ganz groß und allgemein für die USA, Rags to Riches, kurzum Mobilität, Mobilität. Beweglichkeit in der Wirtschaft, weiche Kultur, weiche Währung, Schulden, weniger Vorschriften, wenn man so will. Man kann sagen, eine unverantwortliche Wirtschaftspolitik. Aber es war eine Wirtschaftspolitik, die für Amerikaner gesehnt wurde und wurde gefördert. Hier ist ein kleines Cartoon. Der Arzt sagt zum Patienten hier, stop watching all those rag to riches infomercials. You've caught the investment bug. Das hieß ja, Investmentkultur in den USA, 70% der Amerikaner haben Aktien. 15% der Deutschen haben Aktien. Daran kann man den Unterschied zum Teil in der Wirtschaftskultur sehen, als nur eine Nebenbeobachtung. Die deutsche Wirtschaftskultur, wie gesagt, unsere Gesellschaften haben viele Ähnlichkeiten, aber es ist anders geprägt als die Geschichte, verständlicherweise. Hier geht es nicht um besser oder schlechter, es geht um Anderssein und wie wir diese Anderssein und Unterschiede zum Teil erklären können oder nachgehen können. So, für Deutschland aus verständlichen Gründen, Ordnungspolitik ist sehr, sehr wichtig. Und der Vaterstaat, der Staat spielt eine zentrale Rolle, um diese Ordnungspolitik auszudenken, einzusetzen, aufrechtzuerhalten.
Das heißt zum Beispiel, keine weiche Währung, eine harte Währung. Eine harte Währung. Die D-Mark, die deutsche Mark, war ein Symbol des nationalen Stolzes für die Bundesrepublik. Verständlicherweise. Es war eine globale Währung. Es war eine zentrale Währung für die Weltwirtschaft. Aber es war eine harte Währung. Und dadurch sind natürlich die europäischen Zentralbankregeln auch geprägt. In diesem Sinne, harte Regeln, nicht weiche Regeln, aber harte Regeln. Da sehen wir jetzt heute, wird verkündet, das neue Abkommen, das neue Deal für Griechenland. Da hat Deutschland darauf bestanden, keine weichere Regeln, wofür die Franzosen plädiert haben. Die Deutschen sagen, wir haben EU-Regeln, die müssen aufrechterhalten werden. Es ist ganz klar, was hier getan werden muss. Das ist keine Kritik. Man sieht hier eine bestimmte Wirtschaftskultur, wie wir sagen. Starke Institutionen, Schulden habe ich nicht angesprochen, aber man hört sehr wenig in Deutschland, wie viele Schulden haben Sie? Das ist ganz toll. Was unternehmen Sie? Den Satz hört man nicht so oft, wenn man so will. Schulden haben eine viel komplexere Beziehung in der deutschen Wirtschaft, in der deutschen Gesellschaft. Noch einmal, anders sein, keine Kritik. Wogegen die Amerikaner sagen, Mobilität, rags to riches. Die deutsche vielleicht Spruch ist, solide Wirtschaften. Solidität, Stabilität, solide Wirtschaften. Jeder weiß, was das heißt. Es ist das Gegenteil von Finanzkapitalismus. Finanzkapitalismus ist nicht solide Wirtschaften. Das ist Spekulieren sozusagen, wenn man so will. Hieran sehen wir, wie zum Teil, das Kind stört nicht. Aber wenn Sie wollen, das stimmt mir überhaupt nicht. Ich habe zwei Cleaner zu Hause auch gehabt. An der Wirtschaftspolitik, an der Wirtschaftskrise von 2008, sie ist nicht so klein mehr. Jetzt ist sie 12 und sitzt da und hört auf Papa ganz genau. das war mein Highlight für heute Abend. Das werde ich bitte büßen die ganze nächste Woche, aber es hat sich gelohnt. Die Schulden nehme ich gerne auf mich. In die Wirtschaftskrise und die völlig andere, wenn man so will, Wirtschaftspolitik, die Barack Obama und Angela Merkel gefahren haben in dieser Krise. Und die Amerikaner haben auf Pump gesetzt, auf Schulden, auf stark investieren, auf so viel Pragmatismus wie überhaupt möglich. Die Deutschen haben gesagt, Amerika, das ist eine verantwortungslose Politik. Ja? So kann man das nicht machen. Ja? Die Amerikaner haben dagegen gesagt, was die Merkel-Politik betraf, diese Deutschen sind sowas von egoistisch. Die denken nur an ihre harte Währung und ein ausgeglichenes Budget. Das ist nicht, was wir brauchen jetzt für die Weltwirtschaft sozusagen. Das ist deutscher Egoismus, war der Vorwurf von der Obama-Regierung. Die Deutschen haben zurückgeschossen. Wolfgang Schäuble war im vorigen Bild, hat gesagt, die Amerikaner seien eigentlich ahnungslos, was Wirtschaftspolitik betrifft. Die haben keine Ahnung, was sie machen. Das hat er öffentlich gesagt, gegenüber dem Präsidenten. Die haben kein Konzept, die haben keine solide Wirtschaftspolitik, die die voranbringen. Die Amerikaner haben zurückgeschossen. Die Deutschen die denken überhaupt nicht global. Die denken sowas von provinziell, nur über ihr Ländlein und nicht, was das heißt für Europa und für die globale Wirtschaft. Das war eine ganz große Krise, 2008, 2009. Da waren die Worte eigentlich viel schärfer, als wir jetzt zwischen Berlin und Washington D.C. erleben. Die Zeiten waren anders natürlich zu jener Zeit. So, kleine Werbung für Amerikanistikis. Herr Gerhard, was hat das alles mit Amerikanistik zu tun? Es hat damit zu tun, wie wir Kulturen verstehen, was Kulturen heißen, was Sprache heißt. Wir haben am vorigen Slide gesehen, Sprache wird maßgeblich durch Politik und Wahrnehmungen von anderen definiert, positioniert. Sprache, Kultur, wie das zum Ausdruck gebracht wird in Literatur, in Politik und Gesellschaft. Viel von das machen wir in Amerikanistik, sei es geschichtlich oder gegenwärtig. Die Mischung aus Sprache, Kultur, Literatur, Gesellschaft, das versuchen wir zu forschen und zu lehren und zu debattieren. Wie alleine ist eigentlich Donald Trump mit seiner Strategie Trumponomics und America First? Germany first, Deutschland zuerst, America first, Germany firster. Wie ist das? Wie anders ist eigentlich?
Wir wissen, dass es ein Tabu ist. Man kann öffentlich in Deutschland aus guten, verständlichen Gründen nicht sagen, Germany first. Man kann über nationale Interessen reden inzwischen. Gerhard Schröder hat den Weg dafür freigemacht. Aber Germany first, das ist eine Art Tabu. Keinen nationalen Alleingang. Es geht um Europa. Das sehen wir an der Migrationspolitik zurzeit, nicht? Um Grenzen zwischen Österreich und Italien und Deutschland und der EU. Heutige Schlagzeilen. Aber ich reise in Europa sehr viel um. Die Amerikaner hören ständig keine europäische Stimme. Amerikaner hören ständig Stimmen aus Europa. Das ist ein Unterschied. Die Polen sehen europäische und transnationale Politik manchmal völlig anders als die Deutschen oder die baltischen Länder oder die skandinavischen Länder oder andere Länder. Und wenn wir bestimmte Politik anschauen, zum Beispiel Dieselgate und Dieseltechnik, da sehen die Amerikaner und viele Europäer eine knallharte Germany-First-Politik. Und die Geschichte sagt uns das auch. Es gab eine Zeit, wo die EU zwischen Diesel und anderer Technik überlegen müsste. Deutschland hat die Dieselvorschriften für die EU mehr oder weniger durchgeboxt, für die eigene Industrie. Völlig legitim, würde ich sagen. Da war eine Periode, wo die EU hat versucht, Diesel wirklich runterzufahren. Die Deutschen wollen das nicht hören oder sehen. Eins von sieben Arbeitsplätzen in Deutschland hängt von der Autoindustrie ab. Und Diesel ist eine Schlüsseltechnik für Deutschland. Und das haben wir gesehen von Nordamerika und so weiter und so fort. So für viele Europäer ist Dieselgate auf den Punkt gebracht, Germany first. Nord Stream 2, dieser Pipeline zwischen Russland und Deutschland über der Ostsee. Positioniert von Schröder und Merkel als europäische Politik, um Verständnis und gute Beziehungen zwischen Russland und Deutschland zu fördern. Das kann durchaus passieren. Möge sein. Ich kommentiere das gar nicht. Aber es wird anders gesehen in Europa. Für die Ukrainer, für Polen, für die baltischen Länder, für die skandinavischen Länder, ganz besonders Schweden zum Beispiel, ist diese Nord Stream 2 Pipeline zwischen Deutschland und Russland klassische deutsch-russische geopolitische Politik über die Köpfe von den Ländern dazwischen. Das kennen diese Länder aus der Geschichte. Die sehen das als knallharte deutsche geowirtschaftliche Politik und nichts mehr. Von wegen Europa. Wurden wir gefragt, bevor das Abkommen abgeschlossen war? Haben wir Gespräche dazu geführt? Es wurde verkündet. Punkt. Das sehen die Europäer anders, was das betrifft. Und müssen wir sehen jetzt mit Grenzen und Migrationen, was daraus kommt. Aber sieh, wie angespannt das ist. Ich habe hier transkulturelle Positionierung. Was ich damit sagen will, noch einmal, was ist America First? Ist das egoistisch oder ist das klassische nationale Interessen? Nord Stream 2 und Dieselgate, ist das ganz klassische nationale Interessen oder ist das egoistisch in Germany First? Welche Worte nutzen wir? Wie kommen wir auf bestimmte Definitionen für diese Begriffe? Transkulturelle Positionierung heißt aus dem akademischen Jargon, was ich sehe und wie ich Dinge definiere, hat viel damit zu tun, wo ich jetzt stehe. Und wenn ich in der deutschen Politik da stehe, wo nationaler Alleingang eigentlich ein Tabu ist, darüber öffentlich zu diskutieren, und Politik muss so positioniert sein als solidarisch und multilateral, sehr große Vorteile, sehr legitim, das beeinflusst sehr, wie man auf eine trumpische Politik zumindest öffentlich reagiert und wovor es steht und was man sieht von sich selbst. So, Trump, hat er überhaupt die Wirtschaft beeinflusst? Geht seine Rechnung überhaupt auf? Jein. Wir werden bald sehen, ein Präsident kann nur so viel, was die Wirtschaft betrifft, eigentlich beeinflussen. Die amerikanische Wirtschaft, genau wie die deutsche oder die europäische Wirtschaft, sind große, komplexe Wesen, wenn man so will. Ja, wir haben Wachstum in der amerikanischen Wirtschaft, brummt zurzeit, Arbeitslosenzahlen gehen runter, aber das passierte auch unter Barack Obama, wenn man so will. Die Party geht weiter. Was ein bisschen anders ist, Langzeitarbeitslosen werden immer mehr von der Wirtschaft aufgesaugt, was Minderheiten betrifft zum Beispiel, Schwarzamerikaner in den USA finden immer mehr Arbeit und andere, diejenigen, die sehr schwierigen Zugang zur Wirtschaft gehabt haben. Konsum brummt. Amerika ist eine Konsumwirtschaft. 70% der amerikanischen Wirtschaft ist auf Konsum basiert. Wir sind eine Konsumgesellschaft. Deutschland ist auch eine Konsumgesellschaft. Ich weiß, dass das schlecht ist,
Aber das ist die Realität. Konsum ist die Mehrheit unserer Wirtschaftsgesellschaft, wenn man so will. Konsum sei gut für unsere Wirtschaft. Und daraus entsteht ein bestimmter Optimismus. Nun, wie gesagt, hat Präsident Trump das alles mit seiner Politik verursacht? Nein, eigentlich nicht. Was er vielleicht beeinflusst hat bis hier, ist diese sogenannte Raubtiergeister, Animal Spirits, freizusetzen oder mindestens zu beleben. Und Wirtschaftspsychologen, Wirtschaftswissenschaftler würden sagen, Psychologie ist fundamental für unsere komplexe Wirtschaften heute. Wenn ein bestimmter Optimismus floriert oder herrscht in einer Wirtschaft, wird anders investiert, wird anders konsumiert, wir können doch diese neuen Wagen leisten. Wir beide haben Arbeit, Arbeit ist sicher, Wirtschaft wächst gut, kaufen wir uns einen Porsche aus Leipzig. Das können wir leisten. Das ist eine Art Optimismus, eine Neigung sozusagen. Nicht? So, und Trump hat das ja fairerweise vielleicht mehr gefördert, vielleicht zu viel gefördert, müssen wir sehen, als Barack Obama. Aber wie es steht hier, halb so heiß bitte. Das ist ein bestimmtes Momentum. Aber was wirklich prägt eine Wirtschaft, zumindest die amerikanische Wirtschaft, ich würde sagen auch die deutsche, europäische Wirtschaft, sind andere Tendenzen, die gar nichts mit dem Präsidenten zu tun haben. Die Entwicklung von globalen Märkten, Technologie natürlich, wie wir alle wissen, Demografie. In den USA kommt eine ganz neue Generation endlich an die Macht, die sogenannten Millennials, größte Generation seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Babyboomers, die Generation kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, so um die 65 Millionen Amerikaner. Die Millennials, viele von Ihnen hier im Raum, also zwischen 20 und 35, so vertreten etwa 85 Millionen Amerikaner. Die werden die Wirtschaft maßgeblich prägen. Wollen die überhaupt ein Auto besitzen zum Beispiel? Nicht wie meine Generation oder andere Generationen im Raum. Vielleicht teilen wir das oder mieten wir für einen Nachmittag oder kriegen wir um die Ecke. Das hat mit Lifestyle und Konsum zu tun. Ganz neue Muster entstehen und sind Anreize für die Wirtschaft. Ein Präsident spielt kaum eine Rolle da, was das betrifft sozusagen. Kann die Berahmung für die Wirtschaft. Hier sehen wir, obwohl die Wähler meinen, does the president influence the economy directly or indirectly? Zwei Drittel aller Amerikaner meinen so etwa, ja, der Präsident spielt eine zentrale Rolle. Fakt ist eigentlich nicht, indirekt sozusagen, mit bestimmten Maßnahmen. Wie wird die Wirtschaft überhaupt wahrgenommen? Wir sehen hier, was man von einer Wirtschaftspolitik hält, hat viel mit der politischen Orientierung des Wählers zu tun. Wir sehen das in den USA, wir sehen das eigentlich in Deutschland. So zum Beispiel, etwa ein Drittel aller Amerikaner sagen, naja, Trump hilft die Wirtschaft überhaupt nicht. Etwa ein Drittel sagen, ja doch. Und ein Drittel sagen, naja, unentschieden. Könnt ihr die größere Grafik sehen? Aber wenn wir das arbeiten zu da. Je nach, wie man die Dinge als Parteimitglied sieht, ne? Guck mal, 80% aller Republikaner sagen, Trump sei ein Genie. Er hat alles besser gemacht. Ja? Wogegen die Demokraten sehen das deutlich, deutlich anders. Ja? Obwohl immer noch 40% meinen das. Ja? Und wir sehen hier, so Wirtschaftspolitik, wie wir mit dieser Grafik zeigen, ist eine emotionale Sache. Es hat mit Bauchgefühl zu tun. Es hat, wie man sich selber sieht. Es hat mit politischen Neigungen zu tun, wie man beurteilt, wenn man so will. Das ist, was in der Wissenschaft nennt, soziale Psychologie sozusagen, wie Gruppen Dinge wahrnehmen, wenn man so will. So, rettet Trump Arbeitsplätze? Schafft er Arbeit für Amerikaner? Man kann es auch auf Makroebene, was die Wirtschaft betrifft, insgesamt. Aber seine Maßnahmen, was haben die gebracht? Naja, aus Paris auszusteigen, um Bergbau zu fördern zum Beispiel. Das war ganz groß früh an sozusagen. Ne? Bergbauarbeitsplätze, in Sachsen ist das kein unwichtiges Thema. Ne? Kann man Bergbau zurückbringen? Zu welchen Kosten? Hm? Politisch, Umwelt, etc. In der Tat gibt es jetzt mehr Bergbauarbeitsplätze in der amerikanischen Wirtschaft. Große Trend sieht man nicht so klar hier, aber diese graue Linie zeigt, Tendenz ist ganz klar seit Jahren, ist im Abbau sozusagen, wird immer weniger bedeutungsvoll. Es gibt zurzeit in den USA etwa 400.000 Arbeitsplätze in der Bergbau. Es gibt in den USA zurzeit doppelt so viel bei der erneuerbaren Energie. Die Tendenz ist ganz klar, hier ist erneuerbare Energiearbeitsplätze.
diese lila Linie. Man sieht die Tendenz hier. Das hat gar nichts mit Donald Trump zu tun. Das hat mit Millennials, Konsum, Investment, Wirtschaft. So, manche Bergbauplätze kommen zurück. Die sind gute Arbeitsplätze, wenn man so will. Man verdient etwa 60.000 US-Dollar im Jahr da. Aber diese Plätze durch Subventionen und Schutzmechanismen kosten die Gesellschaft etwa pro Arbeitsplatz 800.000 Dollar. Das sind die Kosten für die Gesellschaft insgesamt. So, und so ähnlich mit Zölle und Stahl. Ja, mehr Stahlarbeiter werden angeheuert in den USA zurzeit, das ist richtig. Fabriken heuern wieder ein. Noch einmal, gut bezahlte Jobs, so um die 60.000 US-Dollar im Jahr. Aber diese Zölle vertreten Steuer und Inflation und andere Kosten für die Gesellschaft, die sich aufberechnen auf etwa 800.000 pro Arbeitsplätze. So, wie gehen wir damit um als Gesellschaft? Wie sehen wir diese Dinge? Es kommt zurück auf ein berühmtes Zitat, was die Arbeitslosenrate betrifft. Deine Definition und meine Definition. Wenn du keine Arbeit hast, ist die Arbeitslosenrate 10%. Es tut mir sehr leid, hoffentlich findest du etwas. 10%. Wenn ich keine Arbeit habe, ist die Arbeitslosenrate 100%. Ich bin ein armes Schwein. Ich will unbedingt diesen Arbeitsplatz für 60.000 Dollar sehen, egal ob es 800.000 für die Gesellschaft kostet. Was kümmert mich darum sozusagen? So, wir müssen als Gesellschaften und Societies diskutieren, was meinen wir mit Arbeit schützen und fördern. Was viel wichtiger ist, ist zum Beispiel Technologie. Diese Tendenz hier hat mit Technologie, globale Märkte, Konsum, Demografie und Kapital zu tun. Nehmen wir einfach Bergbau, um Zeit zu sparen. Ne? 4 aller 5 Arbeitsplätze in der Bergbau sind weg, nicht durch Knallhartigkeit oder so, es hat mit Technologie zu tun. Viel, viel effizienter. Maschinen können viel mehr machen als Menschen vor 10, 20 Jahren. Es hat auch mit globalen Märkten zu tun. Wir haben viel Energie auf den globalen Märkten zurzeit. Kohle ist zum Teil teuer. Ist nicht so effizient wie Naturgas und andere Energieressourcen sozusagen. Es hat auch viel mit Konsum zu tun. Millennials, viele von Ihnen im Raum, wollen ganz genau wissen, woher ihre Energie herkommt. Und sie sind bereit, weil sie wohlhabend sind, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, um umweltbewusster als Bürger jeden Tag zu leben. Und sie wollen das auch sehen. Und die Energiefirmen wissen das auch. Die wissen, die können Millennial-Kunden für sich gewinnen durch erneuerbare Energiestrategien. Das hat alles mit Demografie zu tun. Wenn man ein Segment des Marktes hat, 85 Millionen Menschen, die, wenn man sie auf den Markt kommt, das nimmt man ernst. Das nimmt man ernst. Und letztendlich das Kapital. Inzwischen ist grünes Wagniskapital in Amerika viel größer als Silicon-Wagniskapital. Kurzum, das ganz große zukünftige Geld in den USA, Gier, Profit, Kapitalisten, hat mit grüner Energie zu tun. Da spielt die Musik jetzt im Wagniskapitalsegment in der amerikanischen Wirtschaft. Silicon ist ziemlich passé, ehrlich gesagt. Aber grün ist Zukunft. So Kapital vorantreibt den Abbau vom Bergbau in der amerikanischen Gesellschaft mit diesen anderen Faktoren. Da spielt Trump eine kleine Flöte eigentlich. Was heißt das für die Zukunft der Arbeit in der amerikanischen Gesellschaft? Naja, es ändert sich, es bröckelt ab, es baut sich um. Sehr, sehr schwierig zu sagen eigentlich, was kommen wird. Was wir wissen aus der Geschichte, ja, wir sind bei Industrie 4.0 jetzt, die Roboterindustrie, wenn man so will, die Informationsrobotergesellschaft. Ja. Industrie 1.0 im 19. Jahrhundert, da kamen neue Technologien und haben ganze Lebensstile und Wirtschaftszweige dadurch kaputt gemacht. Die Kutschenindustrie zum Beispiel. Früher im 20. Jahrhundert, Telefonindustrie war für viele Rückgrat. Meine Kinder, meine sehr geschätzte Tochter, weiß nicht gar nicht, was ein Landline ist, ein Telefon mit einer Leitung. Was ist das Ding, Papa? Ja? Sie hat ein Handy von sehr früh an gehabt. Diese ganze Telefonie-Lebensstil in Rückgrat ist völlig unbekannt für eine neue Generation. Computerindustrie, wie gesagt, Silicon-Wagniskapital, uninteressant eigentlich für das große Geld weltweit. Wir wissen, ne? Wir sehen das mit Infineon in Sachsen. Was passiert mit Chip-Herstellung? Brutal, Margen äußerst klein.
das ist keine große Zukunft. Wo es kommt, ist Roboterindustrie. Und wir müssen sehen, was das heißt für Arbeit. Was wir wissen aus der Geschichte, es werden ganze Zweige kommen, wovon wir jetzt heute keine Ahnung haben. Service, Lebensstil, harte Produkte, ganze neue Zweige, wenn man so will. Und das wird in der transatlantischen Wirtschaft passieren. Ich habe gesagt, haben wir einen Handelskrieg? Jetzt reden wir über Zölle auf etwa 30 Milliarden Dollar von Produkten, wenn man so will. Die transatlantische Wirtschaft, das hieß ja Investments hin und her, nicht nur Produkte, aber Investments, wo wir sagen, die Deutschen sagen, okay, wir werden 3 Milliarden in South Carolina investieren, wo die Amerikaner sagen, okay, wir werden 2 Milliarden in Sachsen investieren. Foreign Direct Investment, wo wir unser Geld platzieren sozusagen. Diese transatlantische Wirtschaft ist mehrere Billionen stark in jedem Jahr. Mehrere Billionen. So, es wird geschrien, Handelskrieg. Besteht ein Krieg aus 20 Milliarden Dollar oder Euro in eine Wirtschaft, eingeschätzt auf mehrere Billionen? Ist das ein Krieg? Oder ist das eine Peanuts-Geschichte? Wie schätzen wir das ein? Wir müssen uns überlegen in der Wahrnehmung. Wir haben vor zwei Tagen große Schlagzeile auf der ersten Seite unserer Zeitung gehabt. 68 Millionen Menschen unterwegs, Migranten sozusagen. Das ist eine ganz große menschliche Tragödie. Ich würde das nie runterspielen. Muss man sehr ernst nehmen. Aber 68 Millionen Menschen auf einer Erde mit 7 Milliarden plus Menschen. Das hieß jetzt, zu jeder Stunde ist etwa 1-2% aller Menschen unterwegs. Ist das eine Katastrophe? Oder ist das ganz normal? Wie schätzen wir das ein? So, Handelskrieg kommt gut medialisch rüber, aber wie gehen wir damit um als Zahl? Themen, die uns binden. Eigentlich, worum es geht, ist ganz große Geschichten. Was meinen wir mit Arbeit? Was meinen wir in der Beziehung zwischen fair und frei? Wir wollen beides haben. Können wir beides haben? Können wir wirklich beides haben? Wo sind die Trade-offs, die relative Kosten und Vorteile? Was meinen wir mit Kratzia und Demos? Kurzum, auf Altgriechisch, regieren vom Volk. Was wollen wir da sehen in der Wirtschaftspolitik? Was wollen wir für einen Staat überhaupt? Wie viel Staat? Wie viel Staat wollen die Millennials haben? Weniger Staat, mehr Freiheit? Es geht um den sogenannten sozialen Vertrag, die Relation zwischen Staat und Gesellschaft und Individuum, wenn man so will. Wir sind in einer Phase von einem großen Umbruch. So zu vergleichen mit dem Umbruch aus der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Spät 19. Jahrhundert, früh 20. Jahrhundert. Wir wissen, wie turbulent diese Zeit war. Und wie viel auf dem Spiel war. Und so ähnlich sind wir in einem Umwandlungsprozess zwischen Industriewirtschaft in eine Informationsgesellschaft. Wie sieht der Sozialstaat in 10 Jahren aus? Wenn wir ehrlich sind, wir wissen es nicht. Bismarck hat zum Beispiel die Rentenpolitik auf 65 gesetzt. Warum? Weil die meisten Arbeiter bis 65 tot waren. Laut Bismarcks Logik sollen wir für den Sozialstaat heute bis 85 arbeiten. Sind wir bereit, das zu machen, um das System aufrechtzuerhalten? Solche Fragen stehen wir vor, in den USA und in Deutschland zu sagen. Was meinen wir mit Arbeit? Was für Arbeit? Wer sollte arbeiten? Was heißt das für soziale Gerechtigkeit sozusagen? Die sind alle Fragen, die ganz offen sind. Und Trumponomics ist eine Art Barometer dieser transatlantischen Politik. Er hat diese Politik nicht verursacht. Er hat diese Umwandlung aus Industrie in Informationsgesellschaften nicht verursacht. Aber seine Politik ist ein Barometer, und wenn man so will, ist ein transatlantisches Barometer. Weil seine Politik kann man auch durchaus überall in Europa auch sehen, wenn wir ehrlich sind. Wie gehen wir damit um als Demokratien? Die sind die Fragen, die uns binden. Und welche Zukunft wollen wir gestalten? Okay, meine Damen und Herren, ich bin endlich fertig. Danke für Ihre Geduld. Ich zitiere hier meinen Lieblingsautor, Dr. Seuss, der schrieb einmal, "But our fish said, no, no, make that cat go away. Tell that cat in the hat, you do not want to play." In diesem Sinne, spielen wir, diskutieren wir, debattieren wir, hart aber fair. Vielen Dank.
Fragen oder Kritik? Sie haben ja von Anfang an im Prinzip von fairen Handel gesprochen. Was mir nicht ganz klar ist, oder zumindest in meinem Verständnis, ist fairer Handel, glaube ich, anders definiert als das, was Sie meinen. Jetzt wollte ich nochmal nachfragen, wem gegenüber ist dieser Handel fair, von dem Sie hier aus fairen Handel sprechen? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, Sie redeten mehrmals über fairen Handel. Was meinen Sie eigentlich mit fairen Handel? Weil ich habe eine andere so Wahrnehmung vom fairen Handel. Zurzeit, wie man sieht, sei es auf der in der Mensa oder von Mensch zu Mensch, fairer Handel geht um faire Preise für bestimmte Produkte und Ketten von Produktion zum Beispiel. Also eine alltägliche Definition, sehr wichtige, legitime Definition, selbstverständlich. Aber von daher habe ich dieses Zitat von John F. Kennedy eingebaut. Weil diese Definition von fairer Handel kann man durchaus sehen als sehr subjektiv, selektiv, im eigenen Sinne, wenn man so will. Ne? Kennedy stand unter massivem Druck, Anfang der 60er Jahre, dem amerikanischen Volk vorzeigen zu können, wir öffnen unsere Märkte und andere Länder machen das auch. Also eins zu eins, wenn man so will. Also Trump hat diese so auch hervorgehoben. Und dann hat wirklich Großmachtpolitik dafür ausgeübt, wenn man so will. Großen Druck auf Europa und Japan gesetzt, John F. Kennedy. So, das ist die Idee von fairer Handel. Welche Zölle werden da gehängt? Zum Beispiel die deutsche Autoindustrie hat gesagt, eigentlich sollen wir alle Zölle für Autos Richtung USA, Richtung Europa eliminieren. Ja? Da gibt es zum Teil ja doch zwei Spielregeln, Vorschriften, wenn man so will. Ja. Je näher man das anschaut, umso komplexer geht das. Aber vielleicht der wichtigste Punkt für mich ist, fairer Handel hat viel mit Emotionen und Bauchgefühl zu tun. Die Wahrnehmung von was fair ist. Man kann auch bestimmte Dinge nachweisen, so viel Kritik an China zum Beispiel. Aber die Kritik wird dann auch zurückgerufen, wenn man so will. So, Sie stellen eine sehr wichtige Frage. Fairer Handel ist subjektiv, schwierig manchmal zu definieren und hat viel mit Emotionen und Politik, ganz besonders in Demokratien, zu tun. Das ist eine ziemlich unscharfe Sache eigentlich, sehr oft. Der Wahlausgang zwischen Trump und Clinton war ja ganz knapp. Hätte die Frau Clinton die gleiche Politik gemacht? Ja, er macht ja die Politik sehr trampelig. Ne? Ja, sehr schön formuliert, sehr trampelig, das werde ich mir merken. Wäre das ähnlich gewesen, wie es da? Auf Gedeih oder Verderb, Amerikaner neigen zu frischen Stimmen in der Politik. Das war ein ganz großer Vorteil für Barack Obama am Anfang sozusagen. Dieser Frischling, wenn man so will, so Mitte 40, aus dem Senat, kaum Erfahrung. Für die Deutschen wahrscheinlich unvorstellbar. Also ich habe sehr oft gehört in Deutschland, warum haben wir keinen Barack Obama? Und mein Standardantwort war, weil sie keinen Barack Obama wollen. Weil Barack Obama war unerfahren. Er hat wirklich eigentlich nichts gemacht. Er war kurze Zeit im Senat. Aber verdammt nochmal, er kann Poesie. Yes, we can. America First ist eine Art Poesie. Hässliche Poesie. Okay? Also eine Art Poesie. Ronald Reagan, Make America Great Again. Und so Barack Obama war eine frische Stimme, nicht mit einer unbedingt viel Erfahrung und so weiter und so fort. Und er hat so eine verständlich nachvollziehbare emotionale Narration angeboten, die Wähler bewegt hat, für ihn eine Stimme abzugeben. Und Trump auf seine Art und Weise hat das auch getan. Hillary Clintons großer Nachteil war, sie war 8 Jahre im Amt. Sie war zum wichtigen Teil abgenutzt in diesem Sinne. Sie war eine bekannte Figur. Sie war eine kontroverse Figur. Und sie hat viele Widersprüche in ihrer Wahlkampagne auch angeboten. Sie war sehr stark für freien Handel ja, als Außenministerin, aber als Kandidatin war sie sehr stark gegen freien Handel. Es muss fairer Handel sein, unbedingt sozusagen, ja, hat sie hervorgehoben. Ja. Sie hat viel mit Wall Street gemacht, aber als Kandidatin hat sie Wall Street schärfstens kritisiert. Und für viele wäre wer haben wir hier eigentlich vor uns, sozusagen? Man kann das genauso Donald Trump gegenüber sagen. Ja? Diese Milliardäre, steht er wirklich für mich als Stahlarbeiter? Ist er wirklich in meiner Ecke? Völlig berechtigte Frage. Aber eine frische Stimme, eine trotzende Stimme,
hat gegen Eliten in Wall Street und so weiter und so fort und Machtstrukturen gesprochen und für die Wähler zu jener Zeit, für bestimmte Wähler, war das die Stimme, die man gerne hörte. Ich sage immer, Donald Trump sei eine amerikanische Erscheinung, aber er ist durchaus ein transatlantisches Phänomen. Ja? Wir sehen das in Italien, wir sehen das in Österreich, wir sehen das in Skandinavien. Finde ich in Skandinavien sehr interessant eigentlich, was so viel Gleichheit da herrscht. Wie können wir diese Puzzle irgendwie erklären? Nichtsdestotrotz, populistische Stimmen kommen an die Macht in Skandinavien. Und sonst wo sozusagen. Meine Argumentation ist, es hat viel mit Unsicherheit in der Wahrnehmung, wie schaffen wir das aus Industriegesellschaften, Informationsgesellschaften, was heißt das für Sicherheit, soziale, Wirtschafts-, Arbeitssicherheit. Viele Wähler sind sehr verunsichert. Und Trump als Milliardär, frische Stimme, mit einer bestimmten sehr starken Sprache, America First, hat für viele Wähler haben Barack Obama zweimal gestimmt und dann haben für Donald Trump gestimmt, die sogenannte Obama-Trump-Voters. Millionenweise in den USA. Merkwürdig für viele Europäer natürlich. Ja? Widersprüchlich. Aber es gibt eine Logik da. Es gibt eine Logik da. Bitte. Wie verlässlich wird denn die USA-Politik für uns Europäer? Das treibt uns doch um. Ja. Dieses rein Helikopterrennen, raus aus dem Helikopterrennen. Die Frage war, wie verlässlich werden die Amerikaner, was Europa betrifft, sagen wir, was transatlantische Politik, eine ganz zentrale Frage. Sei es George W. Bush, sei es Barack Obama, oder sei es Donald Trump, alle drei haben gesagt, multilateral, wenn es geht, unilateral, wenn es sein muss. Barack Obama hat das immer wieder gesagt. Lesen Sie bitte seine Reden. Das ist alles da schwarz auf weiß, gedruckt. Als Kandidat und als Präsident. Und hat Barack Obama das immer wieder gemacht, sei es Drohnen, sei es Abschiebungen, sei es Afghanistan. Aber das gehörte nicht zu seiner Narration. So, bevor Sie mich missverstehen, ich habe für Hillary Clinton gestimmt. Ich sage es ganz offen. Und ich habe Barack Obama zweimal gestimmt. Aber ich bin nicht da, um Donald Trump zu verteufeln, geschweige zu verteidigen. Ich bin da, um ihn zu analysieren. Wie können wir ihn platzieren in der amerikanischen Geschichte und Politik? Wie tun wir das sozusagen? So, nehmen wir zum Beispiel, wir müssen sehen, was Wirtschaftspolitik kommt. Donald Trump hat eine Art, Diplomatie auszuüben. Und noch einmal, diese transkulturelle Positionierung, diese Art von Diplomatie auszuüben, ist tabu in Deutschland. Ist tabu in Deutschland und in Europa. Weil Trump ganz bewusst, er hat diesen Stil nicht entwickelt. Eigentlich hat ein Berater von Richard Nixon diesen Stil etabliert, ein Mann aus Furt, aus Bayern. Wissen Sie, worüber ich rede jetzt? Ganz prominente Amerikaner, geboren, groß geworden in Fort und musste dann auswandern. Henry Kissinger, ganz genau. Henry Kissinger. Und Henry Kissinger hat europäische Diplomatie, er hat seine Dissertation über Kassera und 19. Jahrhundert europäische Diplomatie geschrieben. Kurzum, Kissinger war maßgeblich dafür verantwortlich, in den 70er Jahren eine Art Diplomatie zu praktizieren mit Richard Nixon und mit anderen, wo man bewusst versucht hat, die internationale Gemeinde zu verunsichern, die Botschaft zu vermitteln. Wenn die Kontrahenten, die andere Seite, verunsichert ist, hat man mehr Fläche auf dem diplomatischen Parkett, wo man sich bewegen kann. Wenn die Opposition verunsichert ist, die suchen nach Stabilität. Und wenn man sagt dann, gut, Stabilität kommt auf diesen Preisen, Sie müssen ein paar Konzessionen machen, aber da haben wir Stabilität. Ist den Kontrahenten geneigt, zu sagen, gut, in Ordnung, wollte ich nicht, aber mache ich doch, damit Stabilität herrscht. So, Trump aus seiner Biografie als Wirtschaftsmann hat das als Immobilienmakler in New York und New Jersey, ist damit groß geworden eigentlich. Und diese zwei Dinge kommen zusammen. Trump biografisch und Henry Kissinger jetzt ins Weiße Haus. Und natürlich ist das Tabu in Deutschland und in Europa. Worum geht es hier? Es geht um die Würfel zu werfen und mal sehen, wie man die Karte umorganisieren kann. Deutschland hat das im 20. Jahrhundert versucht. Schluss damit. Das ist tabu. Man kann nicht so Dinge wagen. Diplomatie in Europa und Deutschland geht um Prozess. Für Amerikaner, Diplomatie geht um Produkte. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Da sieht das am Multilateralismus. In Europa, in Deutschland ist Multilateralismus ein Wert für sich. Es geht um den Prozess. Ja? Zusammenkommen, diskutieren, Transparenz herbeischaffen. Ganz essentiell. Viele, viele Vorteile. Aber die Amerikaner haben das 20. Jahrhundert ein bisschen anders erlebt. Wenn es um Multilateralismus und Diplomatie geht, die Amerikaner zum Beispiel aus der UN-Menschenrechtskommission auszusteigen. Die Amerikaner sagen, wozu ist diese Institution da eigentlich? Es produziert gar nichts, außer Zynismus. Warum sollen wir Geld dazu beitragen? So, die Amerikaner erlauben sich, die dürfen sich das erlauben, solche Fragen zu stellen. Und ich will damit sagen, nehmen wir NATO zum Beispiel. Da hat die Berechenbarkeitsargumentation angefangen. Ja? So, Trump hat NATO schärfstens kritisiert. Und warum die Amerikaner überhaupt dabei sind. Was ist seitdem passiert? Eigentlich die amerikanischen Ausgaben für NATO, auch, was auch immer man für NATO hält, ist völlig legitim. Aber die Ausgaben für NATO sind in Nettozahlen, das hieß inflationsbereinigt, im letzten Jahr um 20% gestiegen. Die Amerikaner erfüllen alle NATO-Vereinbarungen, was Ausgaben und Pflichten für NATO-Mitglieder betrifft. Das tut Deutschland überhaupt nicht und hat es auch nicht vor. Deutschland hat ein internationales Abkommen unterschrieben in Wales 2014, 2% der Wirtschaft für NATO. Man kann schärfstens dagegen sein, völlig legitim. Aber Deutschland hat das Abkommen unterschrieben. Ja? Und hat neulich verkündet, in den nächsten 10 Jahren haben wir überhaupt nicht vor, diese Vereinbarung zu erreichen. So, wie definieren wir Berechenbarkeit und Verlass? Mit welchen Maßnahmen? Mit welchen Standards? Viele Europäer fragen sich das, ganz besonders in den baltischen Ländern und in Polen und sonst wo. Ist komplex, ist komplex. Bitte, Sie wollen nachfragen. Man muss ja fragen, wem nutzt denn diese NATO am meisten? Das ist eine andere Frage. Man Deutschland, ja, wenn wir die Welt betrachten und Russland, ja, die baltischen Staaten, die Ukraine, ja, Deutschland hat doch kein Interesse, diese Länder so dicht an Russland heran aufzurüsten, das ist doch bei mir ein amerikanisches Interesse. Das ist völlig legitim. Ob es amerikanische Interesse sind, das weiß ich nicht. Ob Europa auf Krieg geht, wie das Amerika stört, ich weiß es nicht. Aber ich nehme Ihre Stellung völlig für sich. Und ich würde sagen, da würden Sie und Trump sich bestens verstehen. Im Sinne von internationales Abkommen unterschrieben, hin oder her, ist eigentlich egal. Ich sehe das nicht nützlich jetzt. Es dient meinem Interesse nicht jetzt. Es dient so. Warum sollte ich ein internationales Abkommen respektieren, wenn heute für mich das keinen Sinn hat? Wegwerfen. Völlig legitim. Aber Trump sieht die Welt genauso. Und dann können wir noch einmal über Verlass und Berechenbarkeit reden. Was heißt das dann in konkret sozusagen? Was heißen Verträge dann? Deutschland hätte sich das alles überlegen können. Und Amerika hat Deutschland nicht aufgezwungen, dieses Abkommen zu unterschreiben, mit Verlaub. Ja? Mit Verlaub. Andere Fragen zur Wirtschaftspolitik oder Europa, USA. Die Zeit ist fast um. Letzte Frage, bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, die haben ja von uns als die Amerikaner auf Schuld gesetzt, um das zu bereinigen. Ich glaube, das, wenn ich so richtig verstanden habe, diese Trickle-Down-Economics, ja auch das einzige größere legislative Erfolg, den Trump-Administration also, verkaufen mehr, aber das ist jetzt so. Und mich interessiert an der Stelle, warum praktisch die republikanische Seite, die normalerweise sagt, Staatsverschuldung auf gar keinen Fall, wie die in dem Fall eingeknickt ist. Ja, ist eine sehr gute Frage. Diese sogenannte Trickle-Down-Theory, das sagen wir auch in den 80er Jahren. Was wir wissen aus den 80er Jahren, aus jetzt ist, es funktioniert nicht. Was wir sehen, ist eigentlich die Idee dahinter, ist, dass wenn man mehr Kapital für die oberen Schichten der Gesellschaft zur Verfügung stellt durch Steuererleichterungen, die werden das kluger und strategischer investieren und die Wirtschaft beleben. Aber die Beweise dafür sind im besten Fall sehr gemischt. Was wir sehen, ist, viel geht auf Konsum. Ein neuer Boot oder Haus irgendwo oder sowas.
ein bisschen wird investiert, aber nicht, überhaupt nicht strategisch. Und das hieß ja, da durch diese Steuererleichterung bauen sich die Schulden auf. So, warum haben die Republikaner das dieses Mal gemacht? Weil kurzsichtig, man kann das strategisch oder taktisch analysieren, aber kurzsichtig bekommen die Wähler aus der Mittelschicht und auch aus unteren Schichten eine Art Steuererleichterung. Nicht auf ewig, es dauert 6-7 Jahre. Die haben ein bisschen mehr Geld in der Tasche sozusagen. Und das ist etwas ziemlich schnell spürbar und das soll man auf Trumps Rechnung zuschreibt im positiven Sinne sozusagen. Aber die Republikaner wissen ganz genau, das heißt massive Schulden für die Zukunft. Und man sieht das daran ganz konkret, die Steuererleichterung, Trickle-Down-Theory, wie Sie sagen, ist für die Reichen permanent quasi. Schauen wir mal in 5 Jahren oder 6 Jahren. Aber für die Mittelschicht ist das nicht permanent. Das läuft aus in 6 Jahren. Und das war die Republikaner, die sie mit sich selbst gekämpft haben. Das baut massive Schulden auf, dafür stehen wir nicht. Aber irgendwie sollten wir ein bisschen Zucker ausstreuen für Mittelschicht und andere Leute. Wir haben Zwischenwahlkampf im nächsten Jahr, wenn man so will. Das war die ganz konkrete Taktik dahinter. Die Analysen von den Steuererklärungen sozusagen bei also nicht, Gewinnverdienern, da kommt ja nichts dazu. Naja, weil zum Beispiel, wie Sie wissen, es gibt, ich möchte nicht so zu viel Fachterminologie, es gibt diese Earned Income Tax Credit sozusagen, das ist dann so eine Basis, wo dann Einkommensteuer, 40% aller Amerikaner bezahlen überhaupt keine Einkommensteuer. 40% aller Amerikaner. Und, das trifft das gar nicht, ja. Ja, so, doch, aber man hat diesen Deckel erhöht sozusagen. Ne? So, als vierköpfige Familie kann man jetzt mehr verdienen, bevor man diese Grenze erreicht. Und muss anfangen, Steuer zu zahlen. Da haben Demokraten und Republikaner sind eigentlich einer Meinung. Das würde man sogar großzügiger erhöhen mögen, aber da verliert man Steuerquellen. Ne? Das ist die ganz, ganz große Kritik an diese Steuerreform von Donald Trump. Ne? Es befürwortet eigentlich die Reichen mit einer Theorie, die in den 80er Jahren nicht aufgegangen ist und höchstwahrscheinlich dieses Mal nicht aufgehen wird. Ne? Ja, so genau, genau. So, die Zeit ist um, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Freitagabend. Danke.